Hallo, das ist die Astrid-Lindgren-Grundschule. Diese Woche haben wir Projektwoche mit dem Thema Verantwortung. Für mich, für dich, für uns. Verantwortung ist, wenn man Auftrag bekommt, zum Beispiel wenn jetzt der Lehrer sagt zum Klassensprecher oder Klassensprecherin, sie soll jetzt mal einen Apfel rausbringen, dann das ist so ein Auftrag. Verantwortung bedeutet, wenn man zum Beispiel auf seinen kleinen Bruder oder kleine Schwester aufpassen muss, dass man dann das auch machen muss, zum Beispiel, wenn man mit ihnen zum Spielplatz gehen muss und dass ihnen nichts passiert, muss man dann aufpassen. Verantwortung ist, die meisten sagen, juhu, ich trage Verantwortung und bla bla bla. Und dann sind sie meistens aber nicht zur Stelle. Wenn es keine Verantwortung gäbe, dann wäre es auch so, dann gäbe es auch viel mehr Unfälle. Weil jetzt dann auch die Nachkommen, also wenn dann die Eltern Kinder, ein Kind kriegen und die nicht versorgen, dann sterben sie ja, weil sie dann Hunger haben. Verantwortung ist sowas, wenn man was wohin bringen muss, was Wichtiges, zum Beispiel ein Paket und dass das dann halt nicht kaputt geht. Verantwortung ist, wenn man eine Aufgabe erledigen muss oder irgendwas machen muss. Wenn man jetzt mal einkaufen gehen muss allein oder sowas. Verantwortung ist, wenn man zum Beispiel auf seine kleine Schwester oder auf seinen kleinen Bruder aufpassen muss, dass man das dann auch richtig macht und sie nicht dann irgendwo alleine hinschickt. Verantwortung ist, wenn man eine Aufgabe bekommt und die dann auch machen soll und nicht falsch machen soll, dass man die dann auch alleine machen kann und dann nicht immer dazu aufgefordert werden muss. Verantwortung ist, wenn man auf was aufpasst. Verantwortung bedeutet, für etwas zu sorgen, sich um etwas zu kümmern, um seinen kleinen Bruder, falls er Hilfe braucht. Das ist Anna Hanna, unsere Gartentrainerin. Hallo Anna. Hallo Anna, hallo Hanna. Wir veranstalten zurzeit eine Projektwoche zum Thema Verantwortung. Wir möchten dir ein paar Fragen stellen. Bist du einverstanden? Ja, bin ich. Was bedeutet für dich Verantwortung? Verantwortung bedeutet für mich, dass ich einstehe für mein eigenes Denken, Handeln und Tun. Für wen oder für was trägst du Verantwortung? Ich trage Verantwortung auch für mich selber, für meine Familie, für meinen Freund, für meinen Hund und freitags und samstags und bei den Auftritten auch für die Putzelgarde aus Helmstedt. Gibt es Tage, an denen du weniger Verantwortung tragen willst? Ja, es ist schon manchmal, wenn die Verantwortung einem erstmal zu groß erscheint. Dann übernimmt man eigentlich weniger gern Verantwortung, aber es macht trotzdem Spaß und es ist immer wieder eine Herausforderung. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank, dass du für uns Zeit genommen hast. Bitte, habe ich gern gemacht für euch zwei. Das hier ist Martin Bauer. Martin Bauer ist unser Turntrainer. Hallo Martin. Hallo Mathis. Zurzeit haben wir eine Projektwoche zu dem Thema Verantwortung. Da du eine sehr große Verantwortung trägst als Turntrainer, möchten wir gerne dir ein paar Fragen dazu stellen. Bist du einverstanden? Ja. Gut, dann beginnen wir mit der ersten Frage. Für wen tragen Sie Verantwortung? In erster Linie trägt man jeder für sich selbst Verantwortung. Ich als Familienvater trage noch für meine Kinder Verantwortung. Und wenn wir Training haben, trage ich dann für euch Verantwortung. Gut, für die nächsten paar Fragen macht der Ben mal. Was bedeutet für Sie Verantwortung? Verantwortung heißt für mich, für eine Sache, für eine Person, für ein Projekt gerade zu stehen und das zu überwachen und aufzupassen, dass das Ganze funktioniert. Ist es schön, Verantwortung zu übernehmen? Meistens ist es schön.
Weil wenn man keine Verantwortung übernimmt, dann ist es im Leben zu langweilig. Gibt es auch Zeiten, wo man eher keine Verantwortung tragen möchte? Gesundes Mittelmaß finde ich genau das Richtige. Manche Leute drücken gerne die Verantwortung an andere ab. Und wenn man zu viel Verantwortung hat, dann ist es auch nicht das Optimale. Jetzt macht Matthias weiter. Warum haben Sie sich entschieden, Verantwortung zu übernehmen? In erster Linie bei euch, dass ihr euch bewegt, dass ihr kräftiger wird, dass ihr gedehnt seid und nicht am Computer sitzt. Das gehört natürlich auch dazu, aber wie gesagt, ein gesundes Mittelmaß, auch in der Richtung, fände ich es optimal. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für unser Interview, Herr Bauer. Kein Problem, gerne. Guten Tag, Frau Rautel. Wir haben zurzeit eine Projektwoche mit dem Thema Verantwortung. Deshalb möchten wir Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, ich bin damit einverstanden. Was bedeutet für Sie Verantwortung? Verantwortung bedeutet für mich, mir Gedanken zu machen über meine Nachbarn, über meine Mitmenschen, über die Kinder. Für wen oder was tragen Sie eigentlich Verantwortung? Von meinem Beruf her, ich arbeite als Krankenschwester. Die Patienten, die mir anvertraut sind, dass es denen wieder gut geht. Ich bin in der Gruppe Helfer vor Ort in Helmstadt bei der Freiwilligen Feuerwehr. Da helfe ich den Bürgern der Gemeinde, wenn sie mich brauchen. Ist es schön, Verantwortung zu tragen? Ja, es macht Spaß. Gibt es Zeiten, in denen Sie weniger Verantwortung tragen wollen? Nein, die gibt es nicht. Warum haben Sie sich entschieden, Verantwortung zu tragen? Damit ich für andere da sein kann, die meine Hilfe benötigen. Vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank, Frau Rappel. Gerne geschehen. Guten Morgen, Frau May. Guten Morgen. Wir haben in der Schule Projektwoche, Thema Verantwortung. Stimmt. Was bedeutet für Sie als Schulleiterin Verantwortung? Boah, das ist eine Frage, die betrifft ganz viele Bereiche. Ne? Verantwortung einmal für euch als Kinder, als Schüler, Schülerinnen und Schüler, dann Verantwortung für die Lehrkräfte, Verantwortung für die Eltern, Verantwortung für das ganze Schulhaus, für das Schulgelände, da gibt es ganz viele Bereiche. Gibt es im Leben auch schöne Dinge, also schöne Tage Verantwortung übernehmen? Jede Menge, sonst würde ich, glaube ich, den Beruf nicht mehr ausüben, wenn es nicht schön wäre. Weil es macht schon Freude, wenn man sieht, dass das, wo man sich darum bemüht, auch dann gelingt. Und wenn man sieht, die Verantwortung, die man trägt, dass die auch an der richtigen Stelle ankommt. Gibt es auch Zeiten, wo es nicht so schön ist, Verantwortungen zu tragen? Ja, manchmal, wenn man entscheiden muss und man weiß dann, dass da vielleicht nicht alle mit der Entscheidung zufrieden sind. Aber als Schulleiter muss man halt dann irgendwann mal sagen, ich muss das Ganze im Auge behalten und dann kann man es nicht immer allen recht machen. Und irgendeiner ist halt dann vielleicht mal nicht zufrieden. Das ist dann nicht so schön für mich, aber ich kann es dann leider auch nicht ändern. Mhm. Vielen Dank, dass Sie für uns Zeit genommen haben fürs Interview. Gerne. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen zusammen. Das hier ist der Laden von Käthe Gabel. Guten Tag, Käthe Gabel. Das hier ist also die Inhaberin des Geschäftes in Helmstadt. Wir haben diese Woche eine Projektwoche. Das Thema lautet Verantwortung. Dürfen wir dir ein paar Fragen stellen? Ja, selbstverständlich. Für was trägst du Verantwortung? Ja, ich fühle mich verantwortlich, dass die Leute mit den nötigsten Lebensmitteln versorgt werden, dass die Schüler ihre Schulsachen rechtzeitig zum Schulbeginn bekommen, dass nicht jeder wegen irgendeinem Artikel wegfahren muss, weil der Sprit kostet ja auch Geld, ja, sondern dass man alles hier bei uns im Ort bekommt.
gibt es Zeiten, in denen Sie gerne weniger Verantwortung übernehmen möchten? Ja, sicher manchmal schon, wenn die Kunden nerven und das kommt oft vor. Ne? Und dann hätte ich gerne mal weniger Verantwortung. Aber sonst im Großen und Ganzen mache ich die Arbeit schon gerne und ich mache es ja schon 45 Jahre. Für was trägst du gerne Verantwortung? Für die Familie, für unsere 5 Enkelkinder und für die Menschen, denen ich helfe, das weißt du ja. In Afrika, die vielen, wo immer auf Pakete von uns warten und auch auf Geld darf man manchmal was schicken. Warum haben Sie sich entschieden, Verantwortung zu übernehmen? Irgendwann muss man ja im Leben Verantwortung übernehmen für irgendwas. Wenn ihr erwachsen seid, müsst ihr das auch mal machen dann. Danke für das Interview. Jetzt befragen wir den Bürgermeister Herr Mattel. Hallo. Hallo. Hallo, grüßt euch. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Bürgermeister. Wir sind die Kinder aus der Klasse 3a und wir haben zurzeit in der Schule eine Projektwoche mit dem Thema Verantwortung. Wollen Sie uns dazu ein paar Fragen beantworten? Mache ich gerne, wenn ich das kann, wenn sie nicht zu schwer sind, die Fragen. Okay. Ist es schön, Verantwortung zu tragen? Manchmal, ich sag mal so, manchmal ist es schöner, manchmal ist es weniger schön. Es kommt immer drauf an. Jetzt in meinem Fall als Bürgermeister einer Gemeinde ist es ja so, dass man manchmal Sachen machen muss, die dem Gesetz entsprechen. Ne? Und dann kann es schon sein, dass manche Leute draußen denken, das müsste anders gehen. Aber man kann es gar nicht anders machen, weil ich ja die Gesetze einzuhalten habe als Bürgermeister oder Gemeinderat die Gesetze einzuhalten hat. Und dann ist es manchmal so, dass das nicht verstanden wird, was im Gemeinderat gemacht wird und was der Bürgermeister tut und dass sich die Leute dann ärgern, dann ist es manchmal nicht ganz so schön, Verantwortung zu übernehmen. Aber grundsätzlich ist es wichtig und schön, Verantwortung zu übernehmen, ja. Für wen oder für was tragen Sie Verantwortung? Naja, ich trage zunächst mal für meine Familie natürlich Verantwortung, ne? So wie eure Eltern für euch. Ne? Ich habe auch Kinder, die sind allerdings schon wegen älter, die haben jetzt selbst schon wieder Kinder. Ne? Aber ja, ich trage für Familie, für meine Frau, für meine Kinder Verantwortung, für mein Zuhause trage ich Verantwortung. Und jetzt dann bei der Gemeinde jetzt natürlich, bei Markt Helmstadt, als Bürgermeister bin ich derjenige, der die Gemeinde vertreten muss und die Verantwortung zu tragen hat. Ne? Und dann auch noch in verschiedenen Vereinen, also ich bin zum Beispiel im Gartenbauverein, da in der Abteilung ADG, Arbeitskreis für Denkmal und Geschichtspflege, bin ich der Vorsitzende. Oder bei der IDB, das ist die Initiative Demokratischer Bürger, da bin ich Vorsitzender, da trage ich Verantwortung. Früher habe ich mal in der Feuerwehr Verantwortung getragen, da war ich Feuerwehrmann und habe das ganz gerne gemacht. Was bedeutet für Sie Verantwortung? Verantwortung bedeutet für mich eigentlich, nicht nur in der zweiten Reihe zu stehen, also nicht nur irgendwie über die, die was machen, zu meckern und zu schimpfen, sondern eben selbst in die erste Reihe vorzutreten und zu machen und selbst versuchen, das gut zu machen oder besser zu machen. Nicht nur schimpfen, weil das ist meiner Meinung nach eine schlechte Lösung. Ne? Ja. Wieso haben Sie Verantwortung übernommen? Hier in der Gemeinde? Ja, das ist eigentlich tatsächlich so gewesen, dass mir Dinge nicht gefallen haben, die da mal gemacht wurden vor längerer Zeit, wo ich mir dachte, nee, was die Gemeinde da macht, das gefällt mir nicht so gut. Da möchte ich selbst mitreden können und habe mich dann eben für einen Gemeinderat zur Verfügung gestellt. Und was ich vorhin schon gesagt habe, ne, nicht einfach nur gemeckert, sondern habe gesagt, okay, dann versuche ich die Verantwortung selbst mit zu übernehmen. Ne? Und dann bin ich in den Gemeinderat reingekommen und später dann sogar als Bürgermeister. Danke für das Interview. Vielen Dank, Herr Martin. Gerne. Wir tragen Verantwortung für die Natur. Deswegen machen wir eine Müllsammelaktion. Ah! 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 Ah
Tschüss. Tschüss. Tschüss.